Mein Name ist Matthias Nölke, ich bin Autor und Keynote-Speaker und mein Spezialgebiet ist Management und Kommunikation und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Management-Bionik und Vertrauen. Und heute halte ich einen Vortrag zum Thema Management-Bionik. Die Natur ist ja als Ideengeber und Inspirationsquelle eigentlich schon in der Produktentwicklung sehr gut eingeführt. Das nennt sich Bionik, wenn man solche Lösungen aus der Natur dann in die Produktentwicklung überführt, sich sozusagen anregen lässt. Aber Bionik gibt es eben auch für das Management, für das Marketing oder auch für die Organisationsentwicklung. Das Ganze fängt dann eigentlich an mit dem Gedanken, dass ein Unternehmen nicht mehr so als eine Maschine betrachtet wird, sondern als lebendes System. Also als ein lebender Organismus. Und lebende Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich ständig verändern. Wenn wir eine Maschine betätigen, dann bleibt das eigentlich immer gleich. Also es ist heute nicht anders, als es dann morgen sein wird. Bei einem lebenden System ist das völlig anders. Das heißt, was heute sehr, sehr gut funktioniert hat, kann morgen schon fehlschlagen. Also das lebende System verändert sich ständig. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Führungskräfte eben nicht diese Maschine steuern, sondern die Führungskräfte sind selbst Teil dieses lebenden Systems und verändern sich mit dem lebenden System. Sie werden also beeinflusst durch dieses System und nehmen selbst auch Einfluss. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen, die man dann ziehen kann, um ein solches lebendes System dann erfolgreich zu beeinflussen. Nächster Punkt ist evolutionäres Denken. Evolutionäres Denken dringt ja eigentlich also immer weiter vor in verschiedenste Bereiche und eben auch ins Management, also in die Management-Theorie. Und der Gedanke dabei ist eben, dass sich Unternehmen weiterentwickeln, dass Unternehmen eben auch also einer natürlichen Auslese ausgesetzt sind, dass sie sich adaptieren in den Märkten und darauf muss man als Führungskraft eben reagieren. Der dritte Ansatz besteht darin, dass man bestimmte Konzepte, die wir auf die Natur angewandt haben oder anwenden, auf das Management anwendet oder auch bestimmte Beobachtungen. Also wenn wir Tiere, was wir bei Tieren beobachten, wie sie sich verhalten oder auch bei Pflanzen, das wenden wir an auf bestimmte Managementprobleme. Also beispielsweise Tiere arbeiten auch in Gruppen zusammen. Da kann man schauen, also wie die Delfine jagen, das kann man übertragen. Also diese Art von Teamarbeit, diese flexiblen Teams, die sie bilden, das kann man übertragen auf menschliche Teams. Oder beispielsweise der Umgang mit Konflikten. In der Affenhorde ist das also eine tägliche Herausforderung, Konflikte zu schlichten. Und davon kann man sich auch anregen lassen, um das dann in der Organisation zu tun. Und so gibt es viele, viele Anregungen auch, wie man eine Gruppe führt. Da kann man sich beispielsweise vom Leitwolf anregen lassen, wie der auftritt, mit welchen Mitteln er da arbeitet. Dabei ist natürlich klar, dass diese natürlichen Lösungen sind immer nur Anregungen. Also es muss letztlich in der Praxis funktionieren und da muss man natürlich das eine oder andere anpassen, aber das Ziel ist eben gutes, wirksames Management.